Hi, liebe Moped-Freunde und Tuning-Freunde. Ich habe jetzt hier mal einen 21er Vergaser von uns in der Hand. Warum habe ich das? Ich möchte euch einfach mal erklären, wie man so einen Vergaser einstellt. Nicht nur unseren, auch wie man Vergaser von anderen Herstellern einstellt und so weiter. Aber das hier grundsätzlich ist es ja dasselbe, von Vergaser zu Vergaser. Klar, bei dem einen fährt man jetzt beispielsweise beim gleichen Zylinder eine 110er Düse, beim 105er. Das ist jetzt hier egal. Als erstes geht es mir einfach darum, welche Komponente, die wir hier einstellen können, ist für welchen Drehzahlbereich zuständig. Wir fangen damit mal an. Wenn ihr hier mal herguckt, haben wir hier die Venturi-Schraube, heißt sie. Damit können wir, könnt ihr die sehen? Ja, könnt ihr. Ja, könnt ihr sehen. Damit stellen wir sozusagen ein, wie viel Luft am Gasschieber vorbeiströmt, wenn wir im Standgas bzw. bis zum ersten Drittel in dem Drehzahlbereich sind. Also bis zum ersten Drittel im Drehzahlbereich stellen wir mit der Venturi-Schraube ein. Das ist aber so, dass wenn wir die Schraube reindrehen, kriegt der Vergaser oder der Motor untenrum weniger Luft. Das heißt, weniger Luft bei gleicher Kraftstoffmenge, er läuft fetter. Wenn wir sie rausdrehen, kriegt er mehr Luft bei gleicher Kraftstoffmenge, heißt er wird magerer. Das ist dafür ganz, ganz entscheidend, wie schön man das Standgas eingestellt bekommt. Man stellt ja hier mit der Standgasschraube, die kennt ihr ja alle, die ist ja auch sehr geläufig, sage ich mal, stellt man das Standgas ein und stellt ein, wie hoch der Gasschieber schon mal drin steht und wie viel er schon mal von vornherein öffnet. So, und ja, man fängt eigentlich immer an, man sagt so eine bis anderthalb Umdrehungen ist die Grundeinstellung für diese Venturi-Schraube. Und dann merkt man es eigentlich, wenn man untenrum so ganz leicht Gas gibt und der läuft ziemlich träge, schwergängig, dann ist es meistens so, dass die zu weit reingeschraubt ist. Das heißt, ich würde sie dann weiter rausschrauben und so ein bisschen magerer machen. Dann merkt man auch, wie die Gasannahme untenrum im ersten Drittel besser wird. So, man merkt dann aber auch, wenn man sie zu weit rausschraubt, dass der Motor zum Beispiel nach dem Gas geben so erst eine Weile auf mit ein bisschen höherer Drehzahl läuft. Das heißt, du gibst Gas, mumm, und dann läuft das Ding. Mumm, und dann läuft das Ding und fällt dann irgendwann runter. Das ist meistens, wenn sie zu weit rausgeschraubt ist und der Motor zu mager läuft. Das heißt, was haben wir auch gelernt? Wir stellen damit zwar das erste Drittel des Drehzahlbereichs ein, aber viele beachten dabei auch nicht, dass auch ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir zum Beispiel Vollgas fahren und gehen vom Gas runter, dass wir dann damit auch viel beeinflussen können. Das heißt, wenn wir sie da zu mager laufen lassen, dann geht er schwer vom Gas runter, bleibt dann bei hoher Drehzahl hängen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen bei der Venturi-Schraube auch immer darauf achten, dass sie im Prinzip ein klein bisschen zu fett läuft, aber er trotzdem vernünftig im Standgas läuft. So ist es meiner Meinung nach richtig eingestellt. Ich persönlich stelle so eine Motoren sowieso lieber so ein, dass sie untenrum ein klein bisschen fetter laufen, als es eigentlich sein müsste, einfach um dafür zu sorgen, dass wenn ich vom Gas runtergehe, mal nicht Zwischengas gebe und so weiter, dass da uns der Motor nicht klemmt, und machen lieber obenrum schön mager. So mache ich es bei meinen eigenen Mopeds am liebsten. Dann haben wir bei so einem Vergaser die Nadel, die kennt ihr ja wahrscheinlich, da gibt es auch verschiedene Nadeln und so weiter. Ich glaube, das brauche ich euch hier gar nicht erklären, weil es für uns einfach, weil es für die meisten einfach auch zu viel wäre, weil ihr einfach keine Rennfahrt oder so, wo das so extrem entscheidend ist. Es gibt da im Prinzip verschiedene Nadeln, die eine andere Steigung haben, eine andere Dicke und so weiter. Das ist jetzt aber hier nicht entscheidend. Für uns ist entscheidend, wie hoch die Nadel hängt. Das heißt, ihr seht hier, wir haben hier einen kleinen Clip, den können wir in der Höhe verstellen. Wenn wir den in der Höhe verstellen, sorgen wir dafür, dass die Nadel, die ja hier im Gasschieber drin sitzt, einfach entweder höher oder tiefer hängt. Hängt die Nadel tiefer, also weiter unten, sprich der Clip weiter oben, läuft der Motor im mittleren, also im zweiten Drittel sozusagen, mittleren bis oberen Drehzahlbereich, magerer, wenn sie weiter unten hängt, und wenn sie weiter oben hängt, läuft sie fetter. Dann ist ganz, ganz wichtig, den Fehler habe ich schon so oft gesehen, wenn uns Kunden Mopeds zum Abstimmen herbringen. Ihr habt hier immer ein Plättchen, das ist eigentlich bei jedem Vergaser vorhanden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es oberhalb der Nadel liegt und die Nadel nach unten drückt. Das heißt, wenn dann die Feder von oben im verbauten Zustand drin sitzt, muss die Nadel fest sein. Viele Leute vergessen das oder machen zum Beispiel auch, hatte ich letztens erst wieder gehabt, das Plättchen unter die Nadel. Ich kann euch mal zeigen, was dann passiert. Erstmal hängt dann die Nadel höher. So, zack. Erstmal hängt die Nadel noch höher, als sie sein sollte. Das heißt, sie läuft fetter. Und wenn dann im verbauten Zustand die Feder von oben drin ist, ist die Nadel hier locker drin. Und dann ist natürlich klar, dass sich der Vergaser gar nicht einstellen lässt, wenn die hier locker drin rumwackelt. Dann läuft er mal fett, mal mager und so weiter. Dann geht's weiter.
Das heißt, untere bis mittlere Drehzahlbereich Venturi-Schraube, mittlere bis fast obere Drehzahlbereich mit der Nadelstellung, indem wir die Nadel hoch und runter hängen. Und im oberen Drehzahlbereich kommt die Hauptdüse zur Geltung. So, die Hauptdüse ist das, die euch eigentlich beeinflusst, ja, den oberen Drehzahlbereich. Merkt euch einfach, beim Vollgasfahren ist die Hauptdüse dafür verantwortlich. Viel genauer muss ich euch gar nicht erklären, weil es einfach für euch nicht erforderlich ist. Dann ist halt wichtig, wie fange ich an, so ein Vergaser einzustellen. Als erstes Venturi-Schraube erstmal auf 1,5 Umdrehungen gedreht. Das ist so die Grundeinstellung. Dann stelle ich persönlich Standgas ein und gucke erstmal, wie das Moped läuft. Dann merkt man an der Gasannahme schon, läuft zu fette, läuft vielleicht ein bisschen zu mager. Das merke ich persönlich, weil ich halt das jeden Tag mache. Ihr werdet es vielleicht nicht sofort merken, das ist aber auch nicht schlimm. Weil ihr könnt mit so einem Moped losfahren. So, und dann merkt ihr, wenn er sich zum Beispiel verschluckt, dann läuft er einfach zu fette, er qualmt hinten nur raus. Wenn er zu mager läuft, seht ihr, die Kerze ist weiß. Und er nimmt zwar richtig gut Gas an, hat aber vielleicht auch nicht die optimale Leistung. Und da ist halt jetzt einfach mal wichtig zu sagen, dass es da sehr, sehr doll aufs Gefühl ankommt. Und wenn ihr halt einfach merkt, ihr merkt es nicht so richtig, ihr habt dafür kein Gefühl und merkt nicht, er läuft zu mager oder zu fett, dann sucht euch jemanden, der es wirklich euch abstimmt, der davon Ahnung hat. Ich persönlich sage euch trotzdem, bei zum Beispiel unserem Vergaser ist es so, ihr braucht eigentlich nur die Hauptdüse und diese Venturi-Schraube einstellen. Macht ihr die erstmal auf 1,5 Umdrehungen raus und habt dann eine 110er Hauptdüse drin, so wie wir einen Vergaser ausliefern, läuft es schon mal zu 90% gut. Das heißt, die Nadel bei unserem Vergaser, die verändere ich so gut wie nie. Also es ist in ganz, ganz seltenen Fällen, wo ich da mal ran muss. Die könnt ihr eigentlich immer erstmal am Anfang auf der Mitte lassen. Fangt dann an, die Hauptdüse richtig einzustellen. Das ist relativ leicht zu spüren. Weil wenn sie einfach zu groß ist, wenn ihr jetzt eine 120er zum Beispiel reinschraubt, dann merkt ihr, ihr gebt Vollgas und das Moped versäuft richtig. What the fuck? Und es passiert halt einfach nichts. So, und wenn sie halt zu mager läuft, merkt es halt einfach daran, dass die Kerze halt einfach weiß wird und ihr Gefahr läuft, dass ihr halt einfach einen Klemmer bekommt. Und das ist das Problem. Und deswegen, es ist auch der einzige Grund, warum ich sage, ihr müsst unsere Zylinder einfahren. Nämlich, ihr müsstet die theoretisch nicht einfahren. Weil nach 500 Kilometern ist das Einbauspiel kein anderes als das, wenn er neu ist. Das heißt, da verändert sich fast gar nichts. Da werden jetzt wieder 1000 Leute aufschreien, ist mir egal, weil es einfach die Wahrheit ist. Es geht mir dabei nur darum, dass ihr einfahren sollt, dass ihr merkt, das Moped läuft noch nicht so richtig und ihr müsst was machen. Weil viele Leute merken halt einfach nicht, wenn es zu mager läuft. Und ihr hört es einfach auch daran, wenn er zum Beispiel anfängt zu knistern. Das ist so ein knisterndes Geräusch. Das ist eigentlich immer kurz davor, bevor so ein Motor klemmen möchte. Das ist halt einfach das Klopfen vom Kraftstoff. Ihr wisst ja, dass die Klopffestigkeit, zum Beispiel ein Sprit, es gibt welche mit 95 Oktan, 98 Oktan, Aral hat welche mit 102 Oktan. Das ist sehr wichtig, geht auch bei der Vergasereinstellung. Ihr könnt zum Beispiel den Vergaser perfekt eingestellt haben und habt halt einfach einen scheiß Kraftstoff, der nur 95 Oktan hat. Und das Ding klopft und geht euch trotzdem fest. Deswegen immer, das ist ganz, ganz wichtig, immer super plus fahren. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Klopfen schwieriger kommt. Und wenn es dann noch kommt, ist der Vergaser zu mager eingestellt oder eure Zündung zu früh. Das ist ganz wichtig. So, ich hoffe, ich habe euch hier die grundlegenden Sachen mal erklärt, dass ihr wisst, was wofür zuständig ist. Und in die Tiefe möchte ich da einfach nicht gehen, weil es halt einfach, wenn euch das interessiert, kann ich es gerne nochmal machen für die Leute, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Da kann ich euch auch genau erzählen, was da drinnen passiert, warum das so ist. Ist alles gar kein Problem. Aber dann müsst ihr es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das hören wollt. Aber für den Laien, der jetzt sich einen Tuning-Zylinder kauft, der seinen Vergaser einfach nur grund einstellen will, so dass er damit fahren kann, dass es schon mal gut läuft, für den sollte es eigentlich ausreichen, dass er weiß, wofür was da ist. Gut, dann noch viel Spaß, wa?